Hallo, liebe Outdoor-Freunde. Heute sind wir wieder mal zu zweit unterwegs. Einmal die Sarah und ich. Und heute wollen wir uns mal ein kleines Plätzchen suchen, wo wir mal Marshmallows machen können. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Bis gleich. Ciao. Ja, und hier sind schon wieder ein paar schöne Hagebutten. Da werden wir uns ein paar mal mitnehmen. Ein wunderbarer Vitamin C-Lieferant. Und dann werden wir mal so zwei, drei uns als kleinen Snack genehmigen. Heute haben wir auch einen Gast dabei, ja? Den kleinen Donner. Zeig mal den kleinen Donner, wer ist das? Das ist das Pferd von der Karin. Genau, und du sitzt gerade drauf, ne? Ja. Na, dann wollen wir mal weiterschauen. Geht's? Geht's! Dann geht's ja. Ja, und hier hat sich schon einer einen Shelter gebaut. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Abfallstücke gefunden. Und ja, in der Mitte, das gibt unser Tisch. Rechts und links ist für uns beide ein Sitzplatz. Da legen wir nachher noch eine Isomatte drauf, beziehungsweise ein Sitzkissen. Und dann können wir starten und Feuer machen. Und die Sarah schnitzt. Was gibt es, wenn es fertig ist? Marshmallows. Ein Stock für die Marshmallows? Ja. Das ist natürlich ein bisschen kurz. Da müssen wir nachher dann längere nehmen, oder? Ja. Aber du kannst. Macht ja nichts. Hier ist schon mal das dünn. Ja. Kein Problem, da kannst du schon mal irgendwie mit der Spitze schnitzen. Naja, dann baue ich mal weiter auf. So, jetzt sollen wir erstmal Brennholz sammeln. So, sägen tun wir heute mit dem Victorinox Ranger Grip. Also mit dem Messer muss ich sagen, mit der Säge habe ich hier schon einiges gesägt, die ist top, absolut. Ja, du kannst sie aufheben. Also, was?
So, und da es heute bei uns die letzten paar Tage hier geregnet hat, ist alles ziemlich nass. Ich habe jetzt ein paar Trockenhölzer, ich habe aber von uns zu Hause noch was mitgebracht und das werden wir jetzt einfach mal entzünden. Hast du für mich auch Suppe? Zünder die? Habe ich auch mit, ja. Unbedingt sofort. Also diese Zünderlis gehen mit dem Feuerstahl, das kann ich euch gerne mal zeigen, gehen die ganz schlecht oder überhaupt nicht an. Ja. Die kann ich von unten schlagen. Wenn ich schon Glück haben. Bis sich das entzündet. Deshalb nehme ich hier so ein Torpedo zu Hilfe. Ein Tampon von Mama. Den haben wir dir geklaut, macht nichts. Aber die hat noch viel Tampons. Und das möchten wir jetzt ausprobieren. Ja. Jetzt hier mal schön. Und jetzt? Klauschen, das Teil. Es kann sich verklauschen. Und jetzt probieren wir das jetzt mal aus. Das wird jetzt funktionieren. Hoffentlich werden wir das funktionieren. Das wird funktionieren. Yes! Ja. Yep. So. Schon. Schon löst sich das Tambon auf. Schon haben wir Feuer. Schon haben wir das Tambon aufgelöst. Oh, jetzt kann ich ja. Noch nicht. Warte, wir müssen erst mal warten, bis ein bisschen Feuer da ist. So. Oh, Papa. Ja, es muss erstmal noch mal ein bisschen Feuer da sein. Wir lassen es noch mal ein bisschen brennen. Dann kannst du es nachher gleich drüber halten. Oh Mist. Nein, ist nicht so geworden. Probier's mal. Und wie schmeckt's? Guck mal hier. Marshmallows. Oh, lecker. Wunderbar. Und? Guck, es flubbert. Rein, rein. So, Achtung. Rein, rein. Einmal bei dir. Rein in Mäusespeck. Einmal bei mir. Rein in Mäusespeck. Hast du schon Zischstopp reingemacht? Nein, das habe ich noch nicht. Machst du Zischstopp da rein? Ja. Okay. Jetzt muss ich rühren. Ich probiere mal, ob sie gut ist. Du musst noch ein bisschen umrühren. Mhm. Schmeckt. Ja. Nein, die ist noch nicht. Zum Wohl. Oh, das ist, glaube ich, noch heiß. Zum Wohl.
So, jetzt haben wir alles schon schön hier am Brennen, die ganze Geschichte. Ich zeig's euch mal. Sarah freut sich, singt Lieder und isst ihre Suppe. Schmeckt sie? Ja. Kann man sie essen? Also diese Buschbox, die ist einfach fantastisch. Muss ich wirklich jetzt sagen. Klasse. Das ist Teil. Ja. Jetzt wird die Jahreszeit kälter. Wir hoffen, dass wir bald mal ein bisschen Schnee kriegen. Weil ich denke mal, dann ist es vielleicht noch schöner, im Schnee so ein Feuerchen zu machen. Und ja, wir müssen das jetzt noch ein bisschen, genießen, ausklingen lassen, das Feuerchen ein bisschen runterbrennen lassen. Und dann müssen wir wieder auf den Nachhauseweg machen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ist ja ein Film, kein Foto. Ah, da könnte man stundenlang da reinschauen.